Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenhain. Beim letzten Mal wollten wir in die Underwelt gehen. Folgt. Das Mark ist frisch und voller Kraft. Oh, es wird gelingen. Der Stein ist empfänglich. Angebeauftritt! Sieh nur, kleines Hexlein, wie das Lied die Pforte öffnet. Das Lied? Alles klar. Feini, feini, feini macht fein, fein, fein. Wohlan, der Stein ist besungen. Nun folgt genau meinen Schritten. Ganz genau. Erfolgreich hinterher trappeln und mit ganz genau ist auch ganz genau gemeint. Achtung, los geht's. Rechts, oben, unten, links. Rechts, oben, unten, links. Wow. Die Helden erhalten 200 Erfahrungspunkte für willensstarkes, geistiges Hochkonzentrationsvermögen mitten in einem Hain mit einem singenden Druiden. Auf! Wow! Wir sind jetzt mit Lichtgeschwindigkeit. Ein Füchschen. Oh. Okay. Oh ja. Was ist das? Willkommen in der Underwelt. Was für ein wundervoller Tag. Gib bloß Acht, Schatz, wenn du dich wieder auf den Weg machst. Aber was soll denn passieren? Ich wandere doch nur auf die Lichtung zu den anderen Schleimen. Und dort wabbele und wobble ich den ganzen Tag umher, dass es eine Lust ist. Tu nicht so, als ob du die Gerüchte nicht auch gehört hättest, Schatz. Der Verrückte geht wieder um. Du sagst es, Liebste, selbst Liebste, Gerüchte. Gerade nicht versteht, warum ich so lachen muss. Das ist Alex, der Standardheld aus dem RPG Maker 2000. Und der Held von... Oh, wie hieß das Spiel? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Dunkle Schatten? Dunkle Schatten, genau, Dunkle Schatten. Genau, und... Der Mapping-Stil hier ist quasi der Mapping-Stil aus Dunkle Schatten. Und die ersten Gegner, die man quasi umknüppelt bis zum Gehtnichtmehr, sind Schleime. Wie in jedem guten RPG übrigens. Und ja, Alex, der Schleimschlechter, dreht ein bisschen durch. Rar. Er ist es. Oh nein, er ist es. Schnell ins Haus, Liebste. Schleime. Alex muss Schleime töten. Töten. Alex riecht etwas. Alex riecht Schleime. Alex riecht Schleime im Haus. Ha, erwischt. Was gedenkst du zu tun? Den schnapp ich mir. Mit besten Grüßen aus der richtigen Welt. Wie lustig. 100 Goldstücke, yeah! Fluch der Stille, oh nein. Wundbrand. Achso, ich habe ja die Wucht... Schlag einfach drauf. Los. Nochmal Fluch der Stille. Gut, dass er einfach nicht trifft. Analyse. Stärke Feuer, Schwäche Luft. Okay. Ich
und tot. Und er hat mir nicht mal Schaden gemacht. Finde ich gut. Kopfband der Eile gefunden. Kieselstufe 19 erreicht. Sehr gut. Ich habe gerade den Held aus Dunkle Schatten getötet. Welch Tat! Kann es sein? Ist es vorbei? Sieh nur, Liebste, wer da ist. Herr Druide! Haben Sie etwa diese famose Änderung der Verhältnisse besorgt, Herr Druide? Ihr kennt euch. Ich könnte mir keinen angenehmeren Gast als Herrn Druiden vorstellen. Er ist so ein reizender Plauderer. Ja, wirklich reizend. Kommen Sie wieder auf ein Schwätzchen herein. Es gibt einen ganz fabelhaften Wackelpudding mit Tee. Und irgendwo im Haus sollte sich auch eine gute Zigarre auftreiben lassen. Hoho. Das ist also die Anderwelt? Das? Damit seid ihr ihres tiefen und unergründlichen Geheimnisses teilhaftig geworden. Ein Geheimnis? Oh, wie interessant. Wir gehen. Nanu, aber gerade jetzt sind wir doch genug für eine gepflegte Runde Kanaster. Sofort. Es sei... Super. Super, ich lieb's. Was zum Anker? Ah, schön. Ein großer Sieg gegen einen hinterhältigen Feind sondergleichen. Rachsüchtig, tückisch, perfide. Wenn die nächste Belohnung ansteht, kaufe ich nicht mehr die Katze im Sack. Ich sehe schon, wie wenig bereit euer Geist für die flüsternden Geheimnisse der anderen Seite ist. Hier, vielleicht habt ihr dafür mehr Gebrauch. Oh, dreimal Magietrank. Du verstehst etwas von Tränken? Sprengt dies etwa die Vorstellungsgrenzen deines Echsenhochmuts? Tränke, Wie war das mit den Tränken? Kennst du etwa ein Rezept? So. Eine Hexe fragt einen lächerlichen Druiden nach Wissen. Das nenne ich fürwahr bemerkenswert. Du bittest mich tatsächlich um meine Hilfe? Du? Mich? Die Frage beantworte ich nur, falls du wirklich ein Trankrezept kennst. Ich kenne das Geheimnis des Magietranks. Nun, Hexlein, bittest du einen Druiden? Ich bitte dich. Und ich prüfe dich. Dachtest du, ich teilte solch ein Geheimnis ohne jedwede Probe der Eignung? Also gut, was muss ich tun? Stehe die Prüfung der durchdringenden Wurzel. Ich habe dafür ja schon viele Namen gehört, aber der schlägt wohl alles. Du hast bereits von der Prüfung der Alraune gehört? Oh, ach so, ich dachte... Na gut, auch so eine Prüfung mache ich. Okay, es sei. Erweise, ob du das Geheimnis der magischen Wurzel kennst. Deine Prüfung beginnt. Was? Jetzt muss ich hier puzzeln, oder wie? Ich hätte jetzt... Wie funktioniert das? Pfeiltaste? Okay. Oh Gott. 3, 2. Dann haben wir hier die 6. Und die 4. Gott, ist das ätzend. Habe ich etwa den... Na doch, habe ich aktiviert, aber das funktioniert nicht. Dann ist das hier die 9. Das hier die 7, dann ist das hier die 5 und das hier die 8. Ich bin klug. Was ein Druid ein Rätsel nennt, löst eine Hexe doch mit links. Ich sehe, siehst du es genauso. Also kommen wir zum Lohn. Das Rezept bitte sehr. Ich teile mit dir ein uraltes Wissen, das im Geheimen bereits weitergegeben wurde, als noch die... Ja, gib schon her. Wenn das Rezept so ungemein geheim ist, warum hat dann eigentlich jeder Trödler diese Tränke? Guck mal, was ich kann. Alles klar.
toll. Okay. Dann bin ich ja froh, dass wir das noch gemacht haben. Das verlorene Schaf, Reise in die andere Welt. Ah, ja gut, das hier. Das hier. Die Lettern des Talmer, da fehlt auch noch eins. Kreaturenkundler. Albrunes Nöte. Ach so, ja. Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Das hatten wir ja schon. Und da waren wir Matsch. Aber irgendwas muss ich hier doch machen können. Achso, ja, ich habe ja noch hier das Kopfband der Eile bekommen. Presst Blut in die Füße. So funktioniert es also, alles klar. Ach Gott, ist das doof. Ja, nee, aber das... Es bleibt so, wie es ist. Ja gut. Hier geht's auch nirgendwo mehr hin. Ich gehe jetzt mal noch mal kurz hier zu der Guten, die Fusseln sucht. Hast du noch Fussel? Gib mir doch die restlichen 8. 200 Erfahrungspunkte. Okay. Ja gut, dann gehen wir wohl weiter. Zack. Da ist die... Ah ja, genau, in die Schlundhöhle wollte ich auch noch mal rein, weil... Wir haben da tatsächlich eine Quest übersehen, die es hier geben soll. Und dafür muss ich hier nochmal hin. Und... Okay, da ist nicht. Okay, das hat nichts gebracht. Immerhin ist er betäubt. Ist auch okay.
ich wechsle Klingenwaffe. Ja, das ist auch okay. Ja, genau, hier unten gibt es nämlich eine... auf einen Gegner. Oh, wobei, dann kann ich hier auch Dieb schammern. Eine Raupe mit Pfeife und... Die hätte ich tatsächlich... Die Quest hätte ich tatsächlich gerne. Einfach nur, weil wir es können. Ich habe keine Ahnung, was es da an Belohnung gibt, aber... eine Quest ist immer gut. Sage ich jetzt einfach. Ah. Okay. Was muss ich hier tun? Also bevor ich jetzt hier noch mehr Zeit verplemper, gucke ich hier einmal auf die Karte, die mir leider nichts sagt. Weil eigentlich müsste... Ja, dann jetzt... Ja, genau, da hinten müsste diese Raupe drauf sitzen. Ah, ja, jetzt macht dieses Zeichen hier auch Sinn. Okay. Ich hab's verstanden, was wir tun müssen. Ich bin klug. Hier und da und da. So, und jetzt. Haha. Wie groß möchtest du gerne sein? Was? Es heißt, wie bitte, nicht einfach was. Aber davon abgesehen, ist es schön, dass ihr mich nicht gleich auf mein Raupensein reduziert. Es ist eine Raupe. Verbrennt es. Ich muss doch sehr bitten, dabei habe ich doch eigens mein Rätsel eingebaut, um genau solche Situationen zu vermeiden. Ihr müsstet es doch bemerkt haben, wie wenig in diesen Hallen auf geistvolle Gesellschaft zu hoffen ist. Mein Rätsel dient mir als Klingel. Wer sie zu drücken versteht, ist gewiss keiner meiner Brüder. Mir wird das zu dumm. Sag Bescheid, falls wir es doch verbrennen, Erwählter. Deine Brüder? Du bist bestimmt schon den bedauernswerten Exponaten begegnet, in die zu verwandeln auch mir nach meiner Verpuppung bestimmt ist. Der Umgang mit weniger trostlosen Wesen ist mir durch die Präsenz meiner Brüder bedauerlicherweise ausgesprochen selten geworden. Ich fürchte, sie haben beinahe eine nur wenig verleitende Wirkung auf eventuelle Besucher. Aber nur ein ganz klein wenig. Das ist nett gesagt, wenngleich nur eine der Höflichkeit geschuldete Schelmerei. Oh, ihr Götter, ich lache tatsächlich einmal wieder. Zu drollig. Ich frage mich, warum ich überhaupt den Rätsel gelöst habe. Egal, habe ich was gewonnen? Du meinst, abgesehen von unserem ergötzlichen Gespräch, zu dem du Zugang dir erspieltest? Ja, abgesehen davon. Nun, ich hätte ein schönes Schild für den, der mir das Labsal der Erquickung in die Höhle brächte. Ein Schild? Einen guten? Bring mir eine Pfeife und find es heraus, Ki. Eine Pfeife? Eine, aber nicht irgendeine. Ich schätze den Schmaus temperierten Rauches, also suche etwas Besonderes. Ich mag an potenziellen Gesprächspartnern eingebüßt haben, aber nicht meinen Sinn für Qualität. Also keine Verbrennung. Hängt ein bisschen von dem Schild ab, den es hier zu verdienen gibt. Wir haben eine Pfeife. Falls ihr euch noch erinnert, wenn ich sie denn find,
Deswegen hebe ich alles auf, was manchmal wahrscheinlich nicht so gut ist, aber... Mensch, wo ist's denn? Hä? Harfe... Wo ist die... Ich hatte die Pfeife... Wo ist die Pfeife hin? Wir hatten doch eine Pfeife. Hast du eine besondere Pfeife? Wohltemperierter Rauch ist mir ein Schmaus. Polier schon mal die Belohnung, während ich auf der Suche bin. Aber... Aber die Pfeife... Hatte ich nicht... im Heiligen Hain... Ist denn der Heilige Hain, bitte? Waren wir da schon mal? Ich kann mich da echt nicht mehr erinnern dran. Das ist traurig. Aber wahr. Der Heilige... Hä? Da sind die Quellfälle. Da soll ich anscheinend auch eine Quest bekommen. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich das Rätsel hier gelöst habe. Dass ich da hochkomme. Wessen schwört ihr ab? Ich weiß, das ist ein bisschen cheaten, aber ich will dieses Spiel tatsächlich auch irgendwann mal beenden und du sprichst wahr. Okay. Was ist das? Ein Same. Findet man die geeignete Stelle, lässt sich daraus eine der heilsamen Pflanzen ziehen. Siehst du die dickfleischige Keimschale? Daraus wird ein Saftblatt sprießen. Na dann. Okay. Läuft bisher ganz gut. Schmeckt tatsächlich anders als die Brühe flussabwärts. Okay. Haben wir dieses alte Zeichen nicht auch in den Zyklopenbergen gesehen? Wie verbreitet war es denn einst? Es riecht nach Laster. Nein, das sind Gisulfs Socken. Ich habe aufgepasst. Er hat sie nicht gewechselt, seit wir unterwegs sind. Stimmt doch gar nicht. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal noch weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ah, da ist der. Kennen wir dich nicht? Verlass diesen Ort. Geht und vergesst auf der Stelle. Okay. Die Herrin gewährt euch ihre Gunst. Hier, im Innern der Quellwell... Na, was ist denn los? Quellfallgrotte, Quellfallgrotte, Quellfallgrotte. Na bitte, ich kann es doch noch. Wer seid ihr, dass die Herrin euch akzeptiert? Ausgerechnet hier. Das ist Dankwart in Verkleidung. Du stehst dem Erwählten des Heiligen Zuges gegenüber. Erweise dem Güldengünstling den schuldigen Respekt. Nanu, er ist der Beschienene, mir war das Leuchten umhülle eher. Tach, Gisulf, Abenteurer und Kenner des Weges, wie man sich zur richtigen Zeit wieder in den Mittelpunkt drückt. Und was ist nun mit dir? Wer bist du?
Ich bin ein Diener der Herrin. Die Gebieterin der Reife und Blüte lässt das Leben sprießen und all die eifrig geflochteten Kornkränze überall im Land bezeugen den Dank des Volkes. Doch gibt es Aufgaben, die nur ein Geweihter der Altblühenden zu verrichten vermag. So, was denn? Gleißend, dröhnend, wellenschlagend mögen die Werke anderer Götter sein. Der Sitter sind bedachtsamere Mittel zu eigen, die nahezu heimlich einen zunächst unscheinbaren Keim legen, der sodann umso üppiger emporwächst. Das beantwortet die Frage nicht. Eben das zeichnet einen Keimleger aus. Kommen wir ins Geschäft. Du fragst einen Priester der Herrin wonach? Nach einer Gelegenheit, sieh mal. Ich habe gewisse Fähigkeiten, die Probleme lösen können. Und was immer dich beschwert, kann ich für entsprechende Münze von dir nehmen. Das ist tatsächlich eine Gelegenheit. Siehste, bleibt nur noch zu klären, was für wie viel. Nun, Günstling des Aufgegangenen, ich suche tatsächlich nach einer notwendigen Tinktur. Es ist ein seltenes Gut, und da es unverdorben sein muss, ist es gerade in diesen Tagen nicht mehr leicht zu erlangen. Doch wo ich auch zuletzt Ausschau hielt, fand ich nur noch bereits besudeltes Land. Der Nebel greift um sich, aber ganz so arg steht es noch nicht. Ich kam ja durch grüne Wiesen. Hört, hört, der Nebel ist euch also als Bedrohung bewusst. Kein Wunder, dass die Herrin euch beschenkte. Den üblen Ausfluss schwärzlichen Dunkels zu bekämpfen, gilt dieser heilige Zug. Der lichte Gott sieht nur, was er bescheint. Mag die Oberfläche noch grünen, so drängt das Gift doch schon den tiefen Humus. Nein, im Umkreis der Quellfälle ist keine andere Stätte der Behauptung mehr zu finden. Weiter zu wandern wage ich nicht, denn das hieße, die Grotte allzu lange ungeschirmt zu lassen. Meine Güte, was suchst du denn nun? Wasser. Tja. Natürlich nicht irgendein Wasser. Bringe mir das Wasser aus einem heiligen Hain, so du die Verborgenen zu schauen verstehst. Wenn das Land bereits so bedrängt wird, wie du sagst, warum bietest du uns keine größere Hilfe? Oh, die Herrin wird helfen. Erweist euch und ihr sollt eine Gabe der Spenderin erhalten. So ein Lohn winkt abgemacht. Ein heiliger Hain, weder die Lichtung verspielter Feen, noch die Wiese eines Druiden. Ein heiliger Hain. Ja, doch, hab's verstanden. Ich nehme. Ach so, stimmt. War das nicht Würstchen-Siggis? Dingenskirchen? Müssen wir mal schauen. Wurst, Siggi. Stimmt, nicht Würstchen, Wurst. Nein? Falkenburg. Oh, da ist es da hinten drin. Toter Wald, da hinten, wo es so glitzert. Schwarzmarsch. Gott. Dann ist Fragezeichen Grenzpass. Deswegen dringt ihr in diesen Berg. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was das hier... Oder ist das hier der heilige Hain und ich muss jetzt Wasser eingeben? Wasser. Das wäre ziemlich lustig. Nein. Kann ich hier mit dem Augenmerk irgendwas tun? Nein. Okay. Habe ich keine Ahnung. Ja. Tuchenacker. Es tut mir leid, wenn ich gerade hier voll auf dem Schlauch stehe, aber
Oh, okay. Aber wo ist der heilige Hain? Einmal Saftblatt, ja, jetzt läuft's aber. Ja gut, im Gras liegt ein altes, verrostetes Fangeisen. Zum Glück ist niemand hineingetreten. Okay, ich... Jo, ich habe keine Ahnung, wo dieser heilige Hain sein soll. Ich guck mal, ob ich da irgendwie was finden kann. Und wenn nicht, dann schauen wir mal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir haben ja heute doch ein bisschen was geschafft. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.